Hallo Leute und willkommen zu einem neuen kleinen Mini-Projekt, muss man sagen. Ich habe mir gedacht, jeder ist ja momentan in Mario Kart 8 Fieber oder inzwischen vielleicht schon gar nicht mehr so sehr. Aber es gibt noch kein Mario Kart Let's Play auf meinem Kanal und deswegen habe ich mir mal mein Lieblings Mario Kart rausgeschnappt. Und zwar ist das die GameCube-Version namens Double Dash. Mit doppeltem TM im Titel. Mario Kart TM, Double Dash TM. Aber davon lassen wir uns nicht irritieren, sondern wir starten mal direkt ins Game. Ich habe mir vorgestellt, dass ich ein Grand Prix spiele. Also ich werde jeden Grand Prix spielen in der 100er und in der 150er Klasse. Wenn ich verliere und zacke, ist es egal. Werde ich dann irgendwie offscreen mal nachholen. Aber das habe ich mir so gedacht. Also insgesamt 8 Parts sollte der ganze Spaß lang werden. Probieren wir direkt mal aus. Sofort, der Unterschied zwischen den anderen Mario Karts fällt hier sofort auf. Und zwar, man hat hier 2 Fahrer pro Team. Und das passt ja perfekt, denn 8 Parts, 16 Fahrer, geteilt durch 2 pro Team. Also wir werden jeden Fahrer in diesem Let's Play sehen. Das habe ich mir vorgenommen. Ich werde keinen Charakter doppelt nehmen. Und ich überlege mir, wen ich als erstes nehme. Wie wäre es mit Bowser? Und man kann natürlich hier die Lamer-Kombination machen mit Baby Bowser, aber das ist ja schon das voreingestellte Team, das finde ich ein bisschen langweilig. Deswegen probieren wir es mal mit Donkey Kong als Partner. Warum denn nicht? Könntest du auch ein geiles Auto hier aussuchen. Wie wäre es mit Donkey Kongs Bambus-Kutsche? Ich weiß, es ist kein Bambus, aber es passte gerade so vom Namen her. Und wir starten direkt mit dem Mushroom Cup im 100er, also in der 100er-Klasse. Ich habe da bereits den Gold-Pokal errungen, aber wir probieren das jetzt zu wiederholen. Mal gucken, ob das was wird oder ob das kläglich scheitert und ich mich wieder in den Kommentaren flamen lassen muss, was für ein verdammter Noob ich doch bin. So. Oh, schade. Ich dachte, ich bekäme sofort den Superstart hin, aber das wäre auch viel zu schön, um wahr zu sein. Ich habe vor gar nicht allzu langer Zeit wieder mal Mario Kart angefasst, allerdings nicht Mario Kart 8 oder dieses Teil hier, sondern das gute alte SNES-Teil, den allerersten Mario Kart-Teil. Und zwar habe ich das mit einem Kollegen über Internet gezockt und das war ein großer Spaß. Wir haben es allerdings nicht geschafft, den Spezial-Cup zu meistern. Also ein bisschen gefailt haben wir da auf jeden Fall. Wow! Na toll, man trifft sich immer selber mit seinen grünen Panzern, habe ich schon festgestellt. Das ist auch damals so gewesen. So, wir ballern hier einfach voll um die Kurven. Ja, der Nachteil, oder was heißt der Nachteil? Es ist halt, man muss halt sich klar machen, dass ich ein schweres Team hier habe. Also von der Gewichtsklasse schwer. Mit Bowser, das ist ein Schwergewicht und Donkey Kong ist auch ein Schwergewicht. Und die haben von Natur aus eine schlechte Beschleunigung. Dafür allerdings eine gute Höchstgeschwindigkeit. Ja, muss man halt mit leben, ne? Es gibt auch, also wir haben gerade gesehen, man kann den Fahrer wechseln. Und dementsprechend die Items auch wechseln. Also mit der Schultertaste hier kann man munter durch die Gegend wechseln. Und zum Beispiel so eine Itembox hier platzieren. Und jeder Charakter hat auch ein Spezial-Item. Ich habe hier direkt eins in der Hand. Und da sehen wir eins auf der Piste von Baby Bowser. Die haben nämlich das gleiche Item. Und zwar so ein cooler, großer Stachelpanzer. Der ist einfach größer, hat eine größere Fläche als die normalen grünen Panzer. Und ich glaube, er bleibt auch länger als andere Panzer auf der Strecke. Also, selbst wenn ein Spieler reinfährt und hinfällt dadurch, bleibt der Panzer auf... Warum habe ich den nicht getroffen? Bleibt der Panzer auf der Strecke und noch andere Leute können auch reinfahren. So, ich bin hier mit einem ziemlich guten Vorsprung Erster. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Und ich bin froh darüber. Aber es ist ja auch noch die 100er-Klasse. Ab 150er wird es dann richtig brutalst schwer. Aber naja, da sind wir noch lange nicht. Ja, das lief doch schon mal ganz gut. 10 Punkte können wir verbuchen. Mal gucken, ob es uns gelingt, diesen Cup zu gewinnen. Und wir sehen hier schon, die Computergegner sind immer ihre voreingestellten Teams. Also immer die, die auch thematisch zusammengehören. Außer natürlich Diddy Kong und Baby Bowser, weil das die entsprechenden sind, von denen wir die Partner einfach abgezwackt haben und in Fesseln gelegt, in ein Kart gebunden haben, obwohl sie sich wahrscheinlich gar nicht vertragen. Traurig. In höheren Schwierigkeitsklassen, also in der 150er-Klasse, ist es dann auch so, dass die gegnerischen Teams gemischt sind. Okay, zweite Strecke ist der Peach Beach und ich glaube, jeder Cup hat 4 Strecken, sieht man oben gerade, das ist die zweite von 4. Also so lang werden die Parts wahrscheinlich nicht dauern, ich hoffe, damit können wir leben, ich denke schon, ansonsten, ja, guckt's halt nicht. Oh Mann, Superstart, wie geht er? Obwohl ich glaube, der Superstart ist bei diesem Spiel eigentlich ziemlich einfach im Vergleich zu dem Super Nintendo Teil.
Und man kann ja auch so ein bisschen um die Kurven driften und kann so auch einen kleinen Boost selber noch sich erschummeln. Wie gesagt, ich habe super, also Mario Kart den SNES-Teil mit einem Kollegen gespielt. Und wir haben nicht wenig gezockt, muss ich sagen. Wir haben wirklich viel gespielt, mehrere Abende lang. Und wir haben, keiner von uns hat es jemals geschafft, einen Superstart zu machen. Also, ja, Fehler am Werk, würde ich mal sagen. Wir haben noch gar nicht das Spezialitem von Donkey Kong gesehen, aber ich bin zuversichtlich, dass wir das im Laufe von Peach Beach mal zu Gesicht bekommen. Ich glaube, das können wir auch nur erhalten, wenn Donkey Kong gerade am Itemdrücker ist. Genau, jetzt haben wir es hier in der Hand. Die lustige Banane mit Gesicht. Und außerdem ist sie groß, größer als eine normale Banane. Und falls ein Spieler da reinfährt, dann splittet sie sich nochmal auf in drei kleinere Bananen. Also schon ziemlich geil. Leider habe ich jetzt beide Items verloren, weil ich in diesen komischen Typi da reingefahren bin. Fuck. Ich glaube, diese Strecke ist ein bisschen orientiert an Super Mario Sunshine, kann das sein? Weil ich glaube, solche Gegner gab es da auch. Aber da bin ich mir jetzt unsicher. Sunshine, um ehrlich zu sein, habe ich nie wirklich gespielt. Schade. Obwohl ich GameCube doch so gerne mag, warum ist mir dieses Game dann entgangen? Also Super Mario Sunshine. Ich glaube, es ist kein schlechtes Spiel. Muss ich bestimmt nochmal nachholen irgendwann. Und das wird sicherlich auch die Zeit wert sein, die man da rein investiert. Na gut. So, oh, da liegt ja unsere Banane. Ah, ich habe sie nicht verloren. Sie wurde nur einfach an der Stelle gedroppt, wo man gerade getroffen wurde von diesem komischen Filipino-Monster-Teil. Oh, eine Itembox. Mal gucken, was. Oh, nee, doch nicht. Lieber nicht. Das war nämlich ein Trick. Haben wir selber platziert da. Seit Mario Kart 64 kann man ja solche Fake-Itemboxen platzieren. Und ja, Gegner fahren da manchmal sogar rein, weil sie denken, das ist eine echte Itembox. Na, ja, manchmal kann man die auch ziemlich fies platzieren, zum Beispiel an engen Stellen oder direkt vor richtigen Itemboxen. Oh, jetzt habe ich das Intro von dieser Strecke hier übersprungen. Es tut mir leid! Oh, der Superstart ist echt nicht meine Stärke. Das ist der Baby Park, die Strecke von Baby Mario und Baby Luigi, die auch in diesem Spiel vorhanden sind. Und ich muss sagen, ich mag die Strecke nicht so gerne. Sie ist ein bisschen simpel. Man fährt nur im Kreis die ganze Zeit. So, fliegt Banane! Welche Mario Kart Spiele habe ich denn insgesamt alle gespielt, wollt ihr wissen? Habe ich aus euren Gedanken gelesen, quasi. Ich habe den Super Nintendo Teil gehabt für das Super Nintendo damals, Good Old Days. Und dann den Mario Kart 64 Teil habe ich geskippt. Habe ich allerdings bei Freunden gezockt damals. Und das war ein großer Spaß, zu viert im Splitscreen. Hat einiges an Laune gemacht. Und ja, mein nächstes Mario Kart war dann hier in der Tat der Double Dash Teil. Und ich bin mir unsicher, war das mein erstes GameCube-Spiel? Kann das sein? Ich glaube schon. Ich habe ja sogar diese... Hey, was soll das denn? Ich habe ja sogar diese Spezial-Limited Edition von Mario Kart Double Dash hier noch in der Verpackung liegen. Und weil ich halt damals als erst... Also die First Edition war das quasi. Und da ist noch so eine Bonus-Disc bei gewesen, wo man eine Zelda-Collection hatte. Denn Wind Waker war kurz davor herauszukommen, das erste natürlich, nicht der HD-Remake. Und deswegen gab es eine 20-minütige Demo von Wind Waker drauf auf dieser Bonus-Disc. Und außerdem eine, ja, The Legend of Zelda Retrospektive. Und ja, das war ziemlich geil. Da war halt ein Film drauf und ansonsten auch noch, ja, die kompletten Spiele von Zelda 1 bis Zelda 2. A Link to the Past war, glaube ich, nicht drauf. Und ich glaube, Zelda 2 war auch nicht drauf, aber bin ich mir gerade unsicher. Müsste ich nochmal nachgucken. Aber auf jeden Fall war Ocarina of Time und Majora's Mask als vollwertiges, komplettes Spiel mit dabei. Auf der Disc. Auf dieser Collector's Edition Disc. Und das finde ich ziemlich cool. Ich war sehr froh, dass ich das habe, diese Version. Und ich war der festen Überzeugung, dass das irgendwann mal deswegen richtig viel wert sein wird, weil nicht viele Leute diese Version haben. Aber ich habe neulich nochmal geguckt auf eBay und das ist ja nichts wert. Also gar nichts. Naja. Dann kann ich sie auch noch in meinem Besitz lassen. Dieses gute alte Sammlerstück. Sieht auch gut im Regal aus, muss man schon mal so sagen. So, die letzte Piste für diesen Part und für diesen Cup auch gleichzeitig. Die staubtrockene Wüste. Die gibt es ja auch noch in Mario Kart 8 gerade wieder. Also sollte noch frisch in euren Gedächtnissen sein, falls ihr Mario Kart 8 zockt oder gezockt habt, fleißig. Und die 10.000 Punkte Marke im Online-Modus geknackt habt und dann aufgrund von mangelnder Konkurrenz aufgehört habt, was natürlich verständlich ist. So wäre es mir bestimmt auch gegangen, aber ich habe leider keine Wii U. Obwohl, dieses Mario Kart Bundle, das war ja schon ein bisschen attraktiv für mich. Also für 300 Euro war das, glaube ich, hat man die Wii U bekommen, inklusive Mario Kart 8.
Aber das war noch nicht alles, denn es gab ja auch noch so eine Promo-Aktion, wo man für den gleichen Preis noch ein Spiel gratis bekommt als Download. Und da konnte man sich von 8 Spielen eins aussuchen. Also quasi, man bekommt Spiele geschenkt. Man bekommt eine Wii U für 300 Euro und man bekommt Mario Kart dazu geschenkt und ein weiteres Spiel geschenkt aus den 8 Spielen, die da zur Auswahl standen. Und ich hätte mich von der Auswahl für diesen New Super Mario Teil da entschieden. Ich glaube New Super Mario Bros. U oder so. Oder für Pikmin 3, glaube ich. Das waren die Spiele, die ich am attraktivsten fand. Ja, das mein allergrößter Favorit war leider nicht dabei, nämlich Super Mario 3D World. Das Spiel ist einfach noch zu neu. Aber das würde ich unfassbar gerne spielen, Mario 3D World. Ich glaube, das ist richtig geil. Na gut. Ja, ich laber hier die ganze Zeit Blödsinn, ohne eigentlich hier zu kommentieren, was eigentlich abgeht. Eigentlich habe ich auch eine komische Kombination an Fahrern hier. Also früher, ganz am Anfang, waren das ja eher so die Antagonisten, oder? Also Bowser ist ja immer noch so ziemlich der Bösewicht in jedem Mario-Spiel. Der entführt ja immer die Prinzessin und mit seinen Schergen bedroht er immer das Pilzkönigreich. Und Donkey Kong inzwischen nicht mehr so. Seitdem er sein eigenes Franchise hat mit Donkey Kong Country und auch Donkey Kong 64, ist er ja einer von den Guten. Aber ich erinnere mich damals, in dem offiziell ersten Mario, also nicht offiziell, also es war, war es ein Mario-Teil? Das erste Donkey Kong-Spiel namens Donkey Kong, diese Arcade-Version da, da war Donkey Kong ja der Bösewicht. Der hat nämlich die Prinzessin Daisy entführt, oder Daisy einfach. Prinzessin war sie damals ja noch nicht. Und Mario, also known as Jumpman in dem Spiel, musste sie retten. Also damals war Donkey Kong noch ein Arsch. Aber dann wurde er bekehrt, wie es aussieht. Na gut, wir haben hier den ersten Platz erfolgreich eingefahren und obwohl wir 2 Punkte auf der Strecke liegen lassen haben irgendwo, sind wir dennoch Erster und können uns die Siegerzeremonie angucken. Und ich hoffe, das laggt jetzt nicht. Na, bis jetzt sieht's gut aus. Ja, grandios. Wir haben somit den ersten Platz errungen und können uns feiern lassen von diesen Bewohnern dieser Insel von Mario Sunshine Land. Ich weiß nicht, wie das heißt. Ist das nicht Filipino Island irgendwie? Ich glaube, irgend so heißt das. Ah, ich bin mir nicht sicher. Da muss ich wieder mal nachgucken. Oder ihr schreibt das in die Kommentare. Und mich würde natürlich auch interessieren, welche Mario Kart-Teile ihr gespielt habt. Habt ihr diesen Teil gespielt? Und mit welchem habt ihr angefangen? Und welchen, ja, welchen habt ihr gespielt? Das würde mich interessieren. Das ist die Frage, die ich euch noch am Ende dieses Parts hier entgegenbringe. Und im nächsten Part sehen wir uns dann wieder, wenn wir den zweiten Cup angehen in der 100er-Klasse und ordentlich Spaß haben mit Mario Kart Double Dash. Bis dahin, Leute, und ciao!